Kapitel 17 Hydropi. Auf der Suche nach alten Freunden. Die Sterne standen am Himmel, als unsere Reise schon lange begonnen hatte. Anders als die anderen nahmen wir uns die Nacht nicht mehr zum Ruhefinden, sondern um uns bereits auf den Weg zu machen. Olaf und ich brauchten keine Absprache dafür. Keiner von uns hatte Lust, noch lange in Silberdorf zu warten. Je schneller wir hiermit fertig waren, desto schneller konnten wir zurück zum Hauptthema kommen. Die dunkle Welt. Und auch wenn ich mich freiwillig erklärt hatte, Olaf zu begleiten. Auch wenn ich selber ehrlich sagen muss, dass ich eigentlich eine schlechte Wahl dafür war, da ich nie in der anderen Welt war. Wollte ich in der dunklen Welt beweisen, was ich wirklich konnte. Ich hatte nur das Gefühl, dass Olaf mich von allen noch am besten verstehen konnte. Unter anderem, da ich anscheinend der Einzige war, der seine Lage wirklich nachvollziehen konnte. Zumindest auf dem Weg zum Portal konnte ich uns leiten. Nachdem mit Lord Ecke das letzte Pokémon neben uns den Dorfplatz verlassen hatte, nahmen wir uns nur noch wenige Minuten bis zum Aufbruch. Wirklich viel Sprachen taten wir allerdings nicht. Wozu auch? Es gab nichts zu bereden. Oft hatte ich nicht das Gefühl, dass die anderen erkannten, wenn es nichts zu bereden gab, da sie stattdessen immer versuchten, irgendein Gespräch anzuregen. Als wäre manchmal Stille nicht auch etwas Schönes. Unser Gang hatte ein sehr hohes Tempo. Ich hatte ohnehin viel zu viel Energie überschüssig nach den letzten Tagen. Mein Kampfstil war noch etwas besser geworden, aber immer noch bei weitem nicht ausreichend. Olaf war nun ein Kampf-Pokémon, was vermutlich der Hauptgrund für seine hohe Ausdauer war. So konnten wir noch kurz vor Sonnenuntergang das betreffende Portal erreichen. Und durch das Ding kommen wir in die andere Welt? Ja, in die Welt, aus der einige der anderen kommen. Wenn Latias da nicht auch Mist baut, müssten wir im Wald landen. Und wenn ich so an den Krieg denke, reg dich besser nicht auf, wenn wir Groudon treffen. Groudon, hattet ihr den nicht hattet ihr den nicht besiegt? Ja, aber nicht getötet. Und inzwischen ist er anscheinend irgendwie auf unserer Seite. Die Geschichte kommt von Latias. Wir hatten uns direkt bevor du hergekommen bist aufgeteilt und unterschiedliche Reisen gehabt. Angeblich ist das bei Latias passiert. Also, ist er anscheinend nicht sonderlich böse oder so. Keine Ahnung. Greif ihn einfach nicht an, dann passt's. Er wirkte nicht sonderlich überzeugt, was allerdings nichts machte. Ich war es nämlich auch nicht. Die Geschichte von Latias klang komplett ausgedacht. Wenn nicht alle anderen, die sie begleitet hatten, es bestätigt hätten, würde ich ihr auch nicht glauben. Hoffen wir einfach, dass wir ihn nicht treffen. Das würde die Sache simpel machen. Ohne weitere Worte durchschritten wir das Portal. Und ich reiste tatsächlich zum ersten Mal in die andere Welt. Soweit hatte ich Latias noch geglaubt, trotzdem war ich froh, als wir uns tatsächlich am Rande eines großen Waldes wiederfanden. Das hieß allerdings, dass wir nun vielleicht tagelang auf ein Schiff warten müssten. Und wenn das der Fall war, mussten wir vielleicht Unterschlupf beim Stamm suchen, womit eine Begegnung mit Groudon garantiert wäre. Und auch wenn er friedlich gestimmt war, warum sollten wir so etwas unnötig eingehen? Deshalb entschieden wir uns, erst einmal die Küste abzusuchen. Immerhin wussten wir nicht genau, wo dieses Schiff überhaupt anlegen sollte. Außerdem hatte Latias nicht von mehreren Pokémon geredet. Eins war offensichtlich am Vulkan, aber die anderen, wo sollten sie sein? Ich bezweifelte extrem, dass sich alle Pokémon auf dieser kleinen Insel aufhielten. Wobei wir auch nicht wussten, wie viele es überhaupt waren. Klasse Lage, danke Latias. Aber sich zu beschweren brachte jetzt nichts und deshalb liefen wir an der Küste entlang. Die Aussicht war nicht besonders, Wasser eben. Was man eben von einem Meer erwarten würde. Und auch als wir weiter und weiter liefen, fanden wir nichts anderes vor. Nicht mal einen Steg oder irgendetwas, was auf ein Schiff hindeuten könnte. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir bereits gelaufen waren, bis wir langsam beide keine Lust mehr hatten. Wir sahen eine kleine Höhle in den Klippen neben uns, nicht weit entfernt. Deshalb sagten wir, dass wir dort rasten würden und anschließend einfach umkehren. Die Sonne stand sehr hoch am Himmel, während wir in dieser Höhle saßen und uns etwas ausruhten. Im Prinzip war es nicht nötig, aber Schaden tat uns eine kurze Rast definitiv nicht. Die See wurde etwas unruhig während diesen rund 30 Minuten, aber es war nichts zu Großes Bedeutendes. Ein paar kleine Wellen und ein mittelmäßig starker Wind waren eigentlich alles, was geschah. Es war jedoch genug, damit sich ein oder zwei Pokémon, die sich auf dem Meer aufhielten, die Zeit ebenfalls für eine Rast an Land nahmen. Und unter diesen Pokémon war eines, welches Olaf anscheinend kannte. Das Lapras da hinten.
Das ist eindeutig dasselbe, das Teil meines Teams im Krieg war. Denkst du, wenn die Pokémon wirklich von Rayquaza einberufen wurden, dass es sich vielleicht um mein früheres Team handelt? Die Überlegung, welche Olaf hatte, machte im Prinzip völlig Sinn. Und wenn es stimmte, dann war das erste der Pokémon, die wir suchen sollten, gerade direkt vor unserer Nase. An sich könnten wir natürlich einfach nachfragen, aber glaubst du, es kommt gut, wenn wir einfach sagen, dass du sein früherer Trainer bist und Rayquaza anscheinend will, dass er uns hilft? Ich weiß schon, was ich tue. Aber wenn die gesuchten Pokémon wirklich mein altes Team sind, kein Wort darüber, wer ich bin. Ich verstand seinen Gedankengang ehrlich gesagt nicht ganz. Wenn sie mich irgendwie prüfen oder trainieren sollen, dann können sie sich nicht zurückhalten. Und wenn sie wüssten, wer ich bin, würden sie das vielleicht. Deswegen sollen sie nichts erfahren. Deine Sache, ich werde nichts sagen. Also begaben wir uns zu dem Lapras, welches gerade Rast am Strand machte. Entschuldigung, Lapras? Das Pokémon bemerkte unsere Anwesenheit nun. Ja? Das kommt vielleicht ein bisschen doof, aber du wurdest nicht zufällig von Rayquaza losgeschickt, oder? Die Frage kam offenbar wirklich sehr komisch, aber nur weil Lapras sie offenbar nicht erwartet hatte. Doch, tatsächlich wurde ich das. Woher weißt du das? Also von dem, was ich gehört habe, sucht ihr nach einem Menschen. Das wurde einer Bekannten mit Namen Latias erzählt. Und wenn das stimmt, bin das wohl ich. Also, gehört hast du das Richtige. Und Amphira hat, glaube ich, erzählt, dass sie es einer Latias weitergegeben hat. Aber was ist denn überhaupt der Name? Eine kritische Frage, wenn man bedenkt, was Olaf mir gerade noch gesagt hatte. Er versuchte der Frage simpel auszuweichen. Namen sind zweitrangig. Ich rechnete nicht damit, dass eine derartige Antwort gut ankommen würde. Doch überraschenderweise schien Lapras relativ zufrieden damit zu sein. Das ist wahr. Es geht nicht darum, wer es tut, sondern was man tut. Wenn ihr tatsächlich Bescheid wisst, dann werde ich euch vertrauen und helfen. Du musst nach mir 5 weitere Pokémon finden. 2 von ihnen sind auf der einsamen Insel. Wenn sie dich für würdig befinden, werden sie dir sagen, wo es weitergeht. Sie werden dich prüfen. Ich bin der Einzige aus der Gruppe, der dies nicht wird. Ich bin einzig und alleine hier, um dir deine Reise zu erleichtern, so dass du alle nötigen Orte erreichen kannst. Ich denke, ihr beiden reist zusammen, nicht? Das Lapras begann, mich seltsam anzuschauen. Du kommst mir bekannt vor. Haben wir uns schon mal getroffen? Olaf wollte nicht von seinen ehemaligen Teamkameraden erkannt werden. Es sprach allerdings nichts dagegen, dass ich dem Pokémon von unseren früheren Begegnungen erzählte. Ja, in der Menschenwelt im Krieg. Ich habe mit Günther zusammengekämpft. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob wir damals geredet haben, aber gesehen haben wir uns bestimmt. Ach stimmt, Latias gehört doch auch zu euch, nicht? Das ergibt Sinn. Also, ihr beiden reist zusammen, richtig? Ja, kannst du uns zur Insel bringen, wenn dort wirklich 2 Pokémon auf uns warten? Selbstverständlich, es ist schließlich meine Aufgabe. Also, steigt auf, die Reise geht los. Gesagt, getan. Die nächste Etappe des Weges begann. Das erste Pokémon hatten wir bereits gefunden. Und wenn wirklich alle Pokémon aus Olafs Team warteten, waren noch 4 übrig, da ich nicht mit Rayquaza selbst rechnete. Zumindest nicht mit einer Prüfung seinerseits. Lapras Hilfe würde uns gleichzeitig glücklicherweise die Suche nach der richtigen Insel auf dem Inselkontinent ersparen. Zumindest ging ich mal stark davon aus, dass Lapras die Insel gut genug kannte. Nun standen also ein paar Prüfungen vor Olaf. Wir hatten innerhalb kurzer Zeit schon große Fortschritte bei unserer Mission machen können. Ich bezweifelte ehrlich gesagt, dass die anderen ähnlich gut vorankamen. Aber wir hatten bereits herausgefunden, was das Ziel der Reise war, und bei dieser Mission war das auch gefühlt schon die halbe Miete. Natürlich blieb jetzt nur zu hoffen, dass Olaf die Prüfung hinbekommen würde. Andererseits laufen unsere Reisen immer so ab wie irgendwelche schlechten Geschichten. Von daher wird er wohl Plot-Armor haben oder sowas. Viel sprechen taten wir auch auf dieser Reise nicht. Ein oder zweimal versuchte Lapras ein Gespräch zu beginnen. Und wir waren natürlich nicht so drauf, dass wir dann nicht antworteten, aber lang waren die Debatten nicht gerade. Riolu, warst du eigentlich auch ein Trainer während dem Krieg? Ja, aber ich denke nicht, dass irgendwer groß etwas über mich gehört hat. Er versuchte offensichtlich sehr nicht erkannt zu werden. Irgendwo verstand ich es, andererseits dachte ich mir aber auch, dass es uns irgendwie doch nur Vorteile bringen würde. Aber ich hatte es schon damals im Krieg gesehen. Olaf war wohl eher eine, warum einfach, wenn es auch umständlich geht, Person. Was für Pokémon hatten sich denn dir so angeschlossen? Sehe ich aus, als würde ich mich noch an die Spezies erinnern.
ist inzwischen eine Weile her. Das Pokémon, das ich am längsten hatte, war irgendwas mit Kampf. Ehrlich gesagt war ich der Meinung, dass er sich etwas zu viel Mühe mit dem Lügen gab, als dass es unauffällig wäre. Und Freunde würde er sich mit seiner Einstellung wohl auch kaum machen. Lapras schien aber nicht wirklich Probleme mit Olafs Ton zu haben. Kampf ist ein eher seltener Typ. Es war nicht zufällig ein Pokémon, das deiner jetzigen Form ähnlich sah, oder? Ich bin mir sehr sicher, dass auch Olaf merkte, dass Lapras ihm doch bereits auf der Spur war. Oder zumindest einen Verdacht hatte. Das jetzt Riolu blieb jedoch cool. Glaubst du, dann hätte ich's vergessen? Damit war die Debatte dann auch beendet. Aber es war eindeutig, Lapras ahnte etwas. Bald stiegen die Temperaturen mehr und mehr. Einzelne Inseln bildeten sich vor unseren Augen am Horizont. Wir kamen offensichtlich in den Bereich des Inselkontinents. Wir werden gleich da sein. Ob ihr heute noch in den Dschungel gehen wollt, ist eure Sache, aber ich würde es mir an eurer Stelle gut überlegen. Unsere gute Überlegung dauerte rund 2 Sekunden. Je schneller, desto besser, wir gehen heute noch. Wir haben nicht alle Zeit der Welt, fürs Warten ist wann anders Zeit. Lapras wirkte nicht verwundert. Tja, müsst ihr wissen. Kurz später steuerte Lapras eine der Inseln an. Bereits aus der Ferne sah ich am Strand eine Höhle. Dahinter ein Regenwald und ein Vulkan, der sich in den Himmel erstreckte. Laut Latias Beschreibung war das eindeutig die gesuchte Insel. Schon kurz darauf standen wir an Land. Also, im Dschungel und im Vulkan werdet ihr je ein Pokémon treffen. Ich werde hier auf eure Rückkehr warten. Bei Erfolg werden sie euch sagen, wo euer nächstes Ziel ist. Ich werde euch nur an den Ort bringen, den ihr mir sagt. Also, viel Erfolg. Ich habe keine Ahnung, was dich erwarten wird, Riolu, aber ich denke, dass die anderen den ein oder anderen Trick im Ärmel haben. Sei besser bereit. Um mich reinzulegen, muss man sehr früh aufstehen. Ich glaube nicht, dass ich Probleme haben werde. Wie wir bereits geplant hatten, ließen wir uns keine Zeit, bevor wir uns aufmachten, um unsere Reise fortzusetzen. Wenn ich mich richtig an Olafs Team erinnerte, dann gab es ein Gewaldro, ein Amphira, ein Knackrack und ein Lucario auf seiner Seite. Neben Lapras und Rayquaza, versteht sich. Dass Amphira am Vulkan war, wussten wir bereits. Und ich war mir doch sehr sicher, dass die erste Prüfung, die Olaf erwarten würde, von Gewaldro kommen würde. Aber was sich dieses Pokémon ausgedacht hatte, wussten wohl nur die Sterne.